Ja, meine lieben Freunde, herzlich willkommen mal wieder zu einer Runde Minecraft Survival Games. Und zwar auf der Map, ich weiß gerade nicht mehr, wie sie heißt. Aber ich habe die auf jeden Fall schon ein paar Mal gespielt. Lange Zeit kam mir kein Minecraft Hunger Games, weil ich viel zu tun habe und zurzeit auch nicht so viel Bock auf Zocken habe, weil auch ziemlich gutes Wetter bei uns zurzeit ist. Und ich deshalb auch ziemlich viel draußen unterwegs bin. Und ja, jetzt habe ich aber auf jeden Fall mal wieder richtig Bock auf Minecraft Survival Games, muss ich ganz ehrlich sagen. Richtig fett Bock. Ja, auf Rennschnitzel MC bin ich ja gebannt, habe ich ja schon ein paar Mal gesagt in den letzten Folgen, meine ich. Und deswegen spiele ich jetzt hier auf Hive MC und mit dem Texture Pack Redcraft. Die ganzen Links sind auch nochmal alle in der Beschreibung. Und es geht los. Shit, ich habe immer ein Schwert bekommen. Lassen wir die mal da battlen. Und irgendwie komme ich mir langsam vor. Ich weiß nicht wieso. Aber ich komme mir irgendwie langsam vor. Fuck, hier sind überall Leute. Nein. Nein, 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 nein. Den kriegen wir. Egal, lassen wir den in Ruhe. Ich habe hier nur zwei Herzen, wenn man uns ein paar Mal schlägt, sind wir tot. Gut, wir haben schon mal ein paar Sachen bekommen, das ist schon mal nice. Die Schuhe kann ich ja schon mal anziehen. Alter, ich kann nicht mehr richtig zocken, fällt mir gerade so auf. Gut, dann schauen wir mal. Ich weiß hier gerade nicht genau, wo ich lang gerannt bin. Da sehe ich auf jeden Fall eine Kiste. Und da ist ein Spasti mit einem scheiß Schwert. Ja, wir haben ihn getötet. Wie geil. Ich glaube, das ist ein Steinschwert oder ich weiß gar nicht, was das für ein Schwert ist. Boah, erstmal hier weg. Ohne Witz. Boah, ne, oh, wie geil, Alter. Hier kriegt man ja direkt alles. Alter, sind hier viele Kisten, Mann. Scheiße. Digga. Boah, die Route ist auf jeden Fall geil. Die müsste ich mir eigentlich immer irgendwie merken. Ist noch eine Kiste. Digga, das ist ja mal über die geile Route, ey. Aber die Map finde ich auch irgendwie ziemlich geil, weil hier so viele Kisten stehen und man hier einfach eine richtige Chance hat. Und irgendwie habe ich das Gefühl, dass da Menschen sind, ja. So, erstmal sortieren. Wir können... Oder schade, nein, können wir nicht. So, das hier erstmal alles anziehen. Steinschwert. So. So, wir haben das hier. Das. Das. Wir haben sogar Pfeile, Alter. Ist das nice. Wir können uns theoretisch sogar ein Feuerzeug machen. Mache ich jetzt auch mal. So. Wird das auch schon mal chillig. Ich hoffe nur nicht, dass wir jetzt gleich von hinten angegriffen werden. Da hätte ich nämlich gar keinen Bock drauf. So, rohes Rindfleisch, Kraut, Ofenkartoffel, gebratener Fisch. So, machen wir erstmal die guten Sachen hier rein. Na gut, dann würde ich sagen, laufen wir einfach mal weiter. In der Hoffnung, dass wir hier irgendwo noch was finden. Scheiße, das war dumm. Sowas von verdammt dumm. Wie gesagt, man merkt, dass ich verdammt lange kein Hunger Games mehr gezockt habe. Zwischendurch habe ich mal mit einem Kumpel gezockt, aber das war's auch schon. So ein paar Games waren das auch nur. Da ist die Kiste. Und eine Kuh. Gib mir dein Fleisch. So. Da muss man ja auch aufpassen mit dem Texture Pack. Hier sehen nämlich irgendwie die Kisten so ähnlich aus wie bei einer, na, die Kisten sehen so ähnlich aus wie diese. Alter, scheiße, da ist jemand. Die Steinstufen. Wir wissen, mit was der bewaffnet ist. Ja! Nice! Kettenhemd haben wir. Digga, was hatte der denn für Sachen, Mann? Boah, wie geil. Wir haben uns einfach so hinter versteckt, Mann. Das sah bestimmt richtig hammer aus. Shit. Das sah nicht hammer aus. Das war nämlich behindert. Gut.
Ich renne jetzt einfach mal da zu dem Schiff hin. Ich habe nämlich gar keinen Plan, wo ich sonst hinrennen könnte. Da sehe ich eine Kiste. Die ist aber leer. Das heißt, hier sind schon Leute gewesen. Vielleicht campen da auch jetzt irgendwelche Typen drin, die nur darauf warten, dass sie uns da drin geiern können. Da sind schon mal Crafting-Kisten, Crafting-Boxen, wie auch immer man das nennen möchte. So, das heißt, wir werden jetzt hier erstmal aussortieren. Das kommt weg, das. Das kommt weg. Wir haben einen Stock, das ist schon mal gut, beziehungsweise zwei. So, hier haben wir ganz viele Steinschwerter. Weiß nicht, ob ich die auch da reinschmeißen soll oder nicht. Das kommt auf jeden Fall noch da rein. Das. Das kommt da rein. So. Pilze haben wir, Goldbarren haben wir. So. Hier ist eine Kiste. Hier sind aber definitiv schon Leute gewesen. Aber macht ja nichts. Ah, die Map finde ich auf jeden Fall irgendwie nice. Ich weiß nicht, aber die hat irgendwas, die Map. Wie viele Leute leben denn noch? 5. Oh, das ist gut für uns. Da hängt ein Kopf. So. Ein Feuerzeug haben wir. Leder haben wir. Das brauchen wir eigentlich auch nicht. Weil wir eh alles haben. So. Gut, dann würde ich sagen, können wir jetzt eigentlich mal weiterziehen. Was ich ganz nice fände, wäre jetzt ein Eisenschwert. Wenn wir jetzt irgendwo noch einmal Eisen finden, das wäre so geil. Ah doch, ich weiß, hier stehen doch auch irgendwo noch ein paar Kisten, meine ich. Oder? Bin ich da falsch? Ja, die Räume sehen hier, glaube ich, ziemlich ähnlich aus, deswegen... Ja, hier vorne müsste aber... Irgendwo war hier eine Kiste da. Und da sind sogar noch Sachen drin. Die Scheiße lasse ich einfach mal da. Braucht eh kein Mensch. Oh, das wollte ich nicht. Wieder zwei Stöcke, die nehme ich einfach mal mit. Vielleicht brauchen wir die nachher für irgendwas. Ich weiß es nicht. So. Und wie immer fällt mir gerade auf, dass ich mal wieder vergessen habe, Mucke anzumachen. Egal, die lege ich euch dann einfach wieder hinten rein, wenn ich das Video rendere. So, kommen wir hier irgendwie hoch. Da hinten sehe ich eine Kiste. Oh mein Gott. Das geht ja schon los. Verreck! Alter. Wie er mich will, ey. Wie er mich einfach will. Hier war doch gerade noch einer. Wollte mich verarschen. Die sollen sich da hinten erstmal schön betteln. Das finde ich gut so. Ich halte mich da erstmal raus. Oh, keine gute Idee. Scheiße, das war wirklich keine gute Idee. Jetzt sind nur noch 3 Leute übrig. Und sie gehen natürlich auf mich, wie klar es einfach war. Until the round ends. Okay, 4 Minuten muss ich jetzt hier so rumlaufen. Oh mein Gott, da sind noch so 2 Spasten, die sich... Hä, wo ist überhaupt mein Feuerzeug hin? Wollen die mich verarschen? Digga, was war los, Mann? Habe ich das weggeworfen oder was? Naja, egal, war jedenfalls so ein richtiges Spastenteam, wie man es halt kennt. Ich halt lieber meinen Mund. Naja, das war's mit der 31. Folge, war's, glaube ich, von den Minecraft Hunger Games. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und ja, wenn ja, lasst mir einen Daumen hoch da. Wenn nicht, dann nicht. Ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Game wieder. Bis dahin, haut da rein und ciao, Leute.